Den möchtest du haben? Okay, du kannst das. Ja, ich weiß, dass du das kannst. So, dann schließe ich hier wieder ab, ja? Ich habe heute Abend noch ein Date mit meiner Freundin. Der Dino. Und passt der hier hin? Ja. Zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Ich grüße euch. Ja, meine Haare sieht so ein bisschen bekloppt aus. Ich wollte die Haare jetzt aber nicht vorm Gesicht haben. Genau, ich habe meine Haare gemacht, die zeige ich euch auch gerne nachher. Ja, ich nehme euch verteilt über den Tag mit. Die Kinder sind schon von der Schule zurück. Wir haben gegessen und sie haben auch gerade Hausaufgaben fertig. Ob die Sonne scheint, also warm ist es nicht. Komm, hier zumachen, ne, den Pulli. Ich komme mit raus. Ja, so ist okay. Was möchtest du? Ein Salatbau. Weiß nicht. Tasche? Salatbau. Mit rausnehmen? Nein, sie will den Laufrad. Ach so, nee, das ist drinnen. Sollen wir den holen? Dann komm, ich hole euch den. Moment, ich mach auf. Ja, die Mädels, die wollen gerne raus. Die Jungs spielen hier. Haben Spaß. Und ich habe was vor. Oh mein Gott, ja. Ich habe was vor, das möchte ich gleich gerne mit euch zusammen machen. Wir haben ja so ein, ja? Als ich mir Schuhe angezogen habe, dann habe ich die angezogen und dann war hier irgendein Ding und jetzt... So, wir schließen einmal hier auf, die wollen Schnellrad haben. Und ich wollte gleich bei Dario im Zimmer das Wandsticker anbringen. Moment, das ist der falsche Schlüssel. Dinosaurier. Genau. Ist das auf? Nee. Moment, das geht halt schlecht so mit einer Hand. Aha. So. Kannst du das? Ja. Das sind sehr viele Schmetterlinge. Ja. Mhm. Den möchtest du haben? Okay, du kannst das. Ja, ich weiß, dass du das kannst. So, dann schließe ich hier wieder ab, ja? Ich habe heute Abend noch ein Date mit meiner Freundin. Wir treffen uns und ich freue mich total, denn wir haben uns jetzt schon länger nicht gesehen. Dann ist das immer ja, sehr besonders. Man sieht sich zwar nicht so oft, aber man weiß, dass man auf den anderen zählen kann. Und wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, lass mich mal kurz überlegen. 16 Jahre, kann das sein? Moment. 16 Jahre oder 15 Jahre, würde ich jetzt so sagen. Muss ich sie nachher mal fragen. Ja, 15 oder 16 Jahre. So. Ab und an mal bitte reinkommen zum Trinken, ja? Okay, Melina? Dann musst du mit einer Hand fahren oder dir was anderes überlegen, Schatz. Aber vorsichtig. So, dann wollen wir das doch mal anbringen. Jetzt sind die Jungs gar nicht mehr hier. Ich finde das so schön, ne? Wie die zwei miteinander spielen. Dass der Giano mit dem kleinen Zwerg spielt. Finde ich total süß zu sehen. So, ihr seid da am Spielen. Also was meint ihr, wo soll der Dino hin? An dieser Wand? Oder die Wand hinter dir, Giano? Da. Ja? Upp. So, könnt ihr mich gut sehen? Es geht so, ne? So, das ist hier der Alo. Also ein Bild von ihm kommt an die Wand. Das ist eine Schaukel von Dario. Und Giano meinte, die Wand wäre gut. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das Ganze mitfilmen soll. Ja, so teilweise, ne? Das sind aber die falschen Bilder, die ich jetzt hier habe. Wo sind denn die anderen Bilder? Ach, da, kannst du mir die geben? Die liegen da auf dem Tisch. Dankeschön. Na, da ist der. Hallo. So, das Bild kommt ganz nach oben. Ich lege das einfach mal hier so aus.
Ja, das Ganze zu filmen ist blöd, ne? Es wird hier so an die Wand angebracht. Zeig mal, das untere Teil. Nee, das ist noch. Ach nee, das ist das obere. Noch ein Teil fehlt, Schatz. Okay. Das untere. Nee, oder? Genau, das untere, genau. Damit will ich ja anfangen. Genau, hier am besten auf der Leiste. Ja, das ist das Bild, wie es aussehen soll. Nicht die Autos im Mund machen, Dario. Der Dino. Und passt der hier hin? Ja. Hier, so würde ich den jetzt hier anbringen. Genau, ich mache jetzt einfach mal. Ja, dann würde ich sagen, ich melde mich gleich nochmal. Gar nicht so einfach. Und nun zeige ich euch das fertige Ergebnis. So sieht es aus. Der Dario, der war super, super happy, so glücklich. Ich hatte den erst ein bisschen weiter nach rechts gemacht, war dann blöd wegen der Tür und musste das dann wieder korrigieren. Aber jetzt, na, wie man sieht, passt es. Ja, die 1 cm Schwanz ist dann noch hinterm Schrank, aber lieber so, als wie der Kopf. Ja, weiter rechts, genau. Die Sonne, die haben wir da auf der anderen Seite angebracht, die hätte ich ja eigentlich so gerne über den Alu gemacht, aber die Kinder haben sich das so ja ausgesucht und dann ist es auch okay. Dann habe ich ja noch 3 Dinosaurierbilder, die ich noch anbringen möchte, da fehlen aber noch Bilderrahmen, da muss ich gucken. Oder auch die Kinder entscheiden dann, wo es hinkommt. Ne? Ja, wie man hier schon merkt, ja, mein Ton, das ist so ärgerlich. Irgendwie, er war zwar an, wie man sieht, ne, das Lämpchen leuchtet, aber... Ich glaube, der Kabel war nicht richtig eingesteckt oder es war auf lautlos. Ich weiß es nicht. Es hat einfach nicht so funktioniert, wie ich mir gewünscht habe. Und deswegen spreche ich jetzt einfach drüber. Ja, da erzähle ich nur kurz halt zum Zimmer, ne, dass die Kinder ja, zufrieden sind damit und dass ich mich gleich fertig mache, dass ich ein rosanes Oberteil anziehe und eine Jacke und weiß ich nicht noch was. das zeige ich euch aber gleich. Genau. Ja, der Carlos, der war noch nicht da, da habe ich auf ihn gewartet und sobald er dann die Tür reinkommt, würde ich dann losfahren. Ja, so, da ist der Carlitos, ich habe mich angezogen und schaut mal bitte, ich habe tatsächlich eine Jeanshose an. Oh mein Gott, unglaublich, aber wahr, ich habe eine Jeanshose an. Ja, die Jacke, die finde ich ja mega, ich liebe die, ne, die ist so schön, die ist auch... eine tolle Farbe und super weich. Dann wollte ich euch ja noch meine Haare gezeigt haben. Genau, die sieht man ja jetzt hier besser, ne? Ich habe die so ein bisschen gelockt. Ja. Die Jacke ist Hammer. Da sieht man ja die Kameras an, ne? Das Mikro, aber irgendwie. Keine Ahnung. Ja, einen kleinen Rucksack nehme ich mit, genau. Ja, und dann geht es für mich auch schon ins Auto. Da sitze ich im Auto. Ja, die Brille brauche ich. Genau, aber das wisst ihr mittlerweile ja auch. Ne? Zum Autofahren brauche ich eine Brille. Also ob ich die brauche, ist was anderes. Also ich sehe ganz gut. Nur, naja, ne? Steht auf dem Führerschein, also wird die auch benötigt. Ja, auf der Autobahn. Aber klar, ich muss die dann die ganze Zeit tragen. Und ich habe die eigentlich auch nur im Auto. Zu Hause und so benutze ich eigentlich gar nicht mehr. Vorher schon aufgrund der Luisa, aber jetzt mittlerweile so gar nicht mehr, weil sie ihre ja immer anhat. Genau. Die hat langsam verstanden, dass sie die tragen muss, weil sonst sieht sie ja nichts oder kaum, ne? Ja. Nur ist meine Brille immer, wirklich immer schmutzig. Und die ist auch schon voll verkratzt, ne? Da wollte ich auch eine neue holen, aber dann kommt wieder so der Gedanke von wegen, ja, Mary, du trägst sie doch nur zum Autofahren. Wieso willst du jetzt so eine teure Brille kaufen, ne? Naja, aber sollte ich auf jeden Fall irgendwann. Ja, dann habe ich noch eben die Navi angemacht. Natürlich kenne ich mich hier super aus, ne? Also Köln kenne ich ja eigentlich jede Ecke so. Aber sollte man eine Baustelle sein, eine Straße geschlossen, dann brauche ich nicht so, ja, erst gar nicht suchen, ne? Dann habe ich direkt den Navi an und der schickt, weil das ist, kommt halt öfters vor. Und das hatte ich einmal und das war nicht so toll. Ja, so, jetzt bin ich angekommen und ja, ich freue mich. Ich habe mich so gefreut. Ja, die Brille habe ich dann da gelassen und... alles fertig gemacht, da Parkschein musste ich noch holen und dann sind wir auch schon lecker Burger essen gegangen. Das Ganze habe ich für euch ja ein bisschen
mit festgehalten und das zeige ich euch jetzt. Da ist er. War so lecker, so saftig. Yummy, wirklich. Ja, und dann geht's auch schon wieder nach Hause. Hier habe ich noch so ein bisschen, ja, ein kurzer Haul wollte ich eigentlich gedreht haben. Also ich war noch mit meiner Freundin beim Rewe. Sie hat sich Red Bull geholt. Nee, Monster, genau, Energy Drink. Und ich habe eine Gurke eingekauft. Dazu erzähle ich euch gleich was. Und Aufstrich, Glamadas und Salami habe ich auch noch gekauft, ja. Und dann geht's für mich auch schon nach Hause. Und ich freue mich so, so sehr auf die Kinder. Ich sage, jetzt könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe mich so ultra auf die Kinder gefreut, ja. Ich war froh, als ich wieder zu Hause war. Aber es war richtig schön mit meiner Freundin. Sollten wir auch öfters machen. Und ja, das tut gut. Ja, ich quassel da noch irgendwas. Frag mich nicht was. Jetzt geht's nach Hause. Lieben, ich bin wieder zu Hause. Das ist schon länger. Dann stelle ich in die Kamera am besten ab. So oder gar nicht. Carlitos, die Leseratte. Das Buch ist fast zu Ende. Die Mädels schlafen. Jan und ich will ja kein Hörspiel hören. Doch, musst du nachher gehen, nach 10 Uhr. Ah, okay. Ja, der geht immer was später ins Bett wie die Mädels. War richtig schön. Hab einen Burger gegessen. Hab für euch das auch kurz mitgefilmt. Allerdings lief da Musik. Das war total blöd, da konnte ich nicht filmen. Ich habe das dann kurz mit meinem Handy gemacht, dass ihr es eben gesehen habt. Das war mit meinem Handy ganz kurz nur gefilmt. Genau, und habe auch noch ein Foto gemacht. Ja, war schön, nur es ist so viel los, ne, dort in der Innenstadt und alles. Es sind so viele Menschen, so viele Autos. Und du musst da wirklich auf alles achten, auf, ja, also wenn du Auto fährst, auf die anderen Autos. Radfahrer, ganz schlimm. Die kommen dann von irgendwo geflitzt. Also wenn du, ich fürchte auch überall. Dann auf die Fußgänger und dann auch noch so Fußgänger, die einfach über die Straße laufen. Weißt du? Du musst wirklich Augen überall haben. Mhm, aber ich habe gut geparkt, direkt davor. Mhm. Und sie auch. Noch weiter. Also direkt vorne. Die war auch sehr überrascht, dass sie direkt einen Parkplatz vorne bekommen hat. Ich ein bisschen was weiter weg. Also paar Meter weiter, war aber echt angenehm. Und dann war ich ja noch beim Rewe, genau, da hatte ich euch gezeigt, ne? Genau, habe ich noch vom Auto ein kurzer Haul gezeigt. Das war echt witzig, wirklich, ja, wir waren einkaufen und ich habe das dann in meine Tasche, in meinem Rucksack gemacht, aber die Gurke, die hat nicht reingepasst. Und dann lief ich da mit der Gurke rum, das war schon witzig. Das war ja doch noch ein paar Meter, weißt du? Sie mit ihrem Energy Drink in der Hand, ich mit der Gurke. Und irgendwann war mir das echt so zu blöde. Dann habe ich die Gurke bei mir in meine Jacke gemacht. Habe die so gemacht. Und dann ging ich da. Und immer, ja, wie Frauen so sind, wir standen dann am Auto und dann wird aber noch wieder noch erzählt und erzählt und die Zeit vergeht und obwohl man schon eigentlich schon verabschiedet hatte. Und ich hatte kurzzeitig vergessen, dass ich die Gurke da habe und auf dem Weg zum Auto, ich wollte den Schlüssel nehmen, da ist mir die Gurke fast rausgefallen. Ich habe noch so Reflex, ne? Ich dachte, oh mein Gott, die sind so viele Menschen gesehen, dass die jetzt eine Gurke rausfällt. Das wäre total witzig, oder? Mhm. Wenn eine Gurke da rausgefallen ist. Ja, aber so war es sehr schön. Ja, war lecker, war angenehm. Muss man öfters machen, ne? Ja. Carlitos hat hier den Haushalt geworfen. Ja, so lange war ich ja nicht weg, ne? Nee. Ging eigentlich, ne? Ja. Ich glaube, 2 Stunden war ich mit ihr da. Insgesamt. Ja. Und jetzt, was machen wir jetzt? Ich muss das Video gleich noch rüberziehen. Oder morgen früh. Ich muss bearbeiten. Jetzt würde ich Latte trinken. Du auch? Nicht so? Ja, ich mach. Nur ich alleine? Ja, habe ich nicht gestern auch. Schon auch alleine? Ja, gestern war ich nicht so lange. Soll ich eigentlich häkeln gehen? Ein bisschen? Mhm. So bis 9, ne? Okay. Soll ich danach trinken? Oder jetzt? Ich kann jetzt machen.
Kann ja auch bringen. Oder? Bringst du mir? Mhm. Okay. Was trinke ich denn? Die schmecken so super gut, ne? Da kann man sich gar nicht entscheiden. Diesen hier. Den trinkst du? Ja, dann nehme ich Karamell. Okay. Ja, dann nehme ich euch noch mit hoch. Kann euch auch gerne mal zeigen, was ich aktuell mache. Ja, ich überlege nur gerade, ob ich alles oben habe. Ich meine, ich habe gestern alles liegen lassen. Ja. Dann hole ich noch meine Wasserflasche. Die nehme ich auch mit hoch, denn ich muss viel mehr trinken. Wobei, ich habe eben dort, also wir waren ja, habe ich euch das erzählt, die bei Hans im Glück. Genau, da esse ich schon mal sehr gerne. Die machen super gute Burger. Ach, guck mal, mein Mikro leuchtet. Also das ist wegen diesem kleinen Lämpchen, ne? Es sah so krass, wenn das gerade richtig krass am Leuchten ist. Also wir waren bei Hans im Glück. Ja, was wollte ich denn jetzt erzählt haben? Jetzt habe ich es vergessen. Keine Ahnung. Kann ich wirklich empfehlen. Jetzt halt die Kamera so blöd. Ich gehe jetzt nach oben. Ich mache hier Licht an. Kannst du dann gleich ausmachen? Danke. Geh mal kurz noch zu Giano. So, hier brauchen wir Licht. Ich sitze dann meistens immer hier so. Hopp. Oh, die Nase juckt. Hier so. Danke. Ja, hier sitzt man total gut, hier in diese Kissen, ne? Hier diese Sitzkissen, die sind wirklich total bequem, die passen deinem Körper so an. Ja, so, genau, dann zeige ich euch doch mal, was ich häkel. Ich bin ja aktuell sehr aktiv auf meinem Häkelkanal. Da kommen ja seit Wochen, das sieht total bescheuert aus, egal, da kommen ja seit Wochen täglich ein Video. Bin da wirklich sehr fleißig. Häkelte, was das Zeug hält und jeden Tag. Und sonst drehe ich auch noch so Hauls, also wo ich entweder online eingekauft habe oder auch ja, vor Ort irgendwo, ne? Bei Teddy, Kick, Action, T-Dogs. Was hatten wir denn alles noch? Müller und so viel mehr. Aber auch viel halt online. Und habe da unfassbar viel Spaß, ne? Ich häkel gerade ein Wichtel. Das ist die Mütze. Die habe ich jetzt fertig. Wollte halt so Weihnachtsfarben nehmen. Und ich finde das Grün halt schön. Weiß nicht, ob ich den hier noch so dran mache. Oder ob ich den so nach oben lasse, sieht ja auch witzig aus, ne? Dann wird er hier noch unten grün. Ja, wie so ein Wicht, wie so ein Wichtel wollte ich gerade sagen. Grinch, ne? Nur halt, ja, ohne Gesicht. Ich habe total viel Spaß dran. Ich könnte ganz viele Wichtel häkeln, bin da gerade wirklich so im Wichtelfieber. Ja, und ab und an mache ich auch eine Verlosung, beziehungsweise ich verschenke ja eine Box, ne? Genau, richtig cool. So, jetzt trinke ich erstmal Wasser. Achso, was ich eben noch erzählt habe, jetzt fällt es mir wieder ein. Also wir waren bei Hans im Glück essen, habe da einen Burger gegessen und ich habe getrunken ein Durstlöscher, Minze mit Holunder. Ich mag es so sehr und das war so großer Glas. Das war super, super lecker. Ja, wollte ich einfach nur mal gesagt haben. Müsst ihr probieren, falls ihr mal dahin geht. Also Durstlöscher, Minze, Holunder mag ich total. Aber jetzt habe ich unfassbar viel Durst und jetzt trinke ich hier. Ich weiß gar nicht, was ich hier trinke. Ist das von Aldi? Ich glaube vom Aldi. Sonst trinke ich ja nur Volvic und man merkt tatsächlich einen Unterschied. Ja, also nicht so toll, aber ja. Viel Durst. Das ist total blöd, so zu filmen von unten nach oben. Dann wisst ihr ja, was ich mache. Mache jetzt hier den Wichtel weiter und sobald der fertig ist, gibt es dann auch eine Häkelanleitung. Wird aber dauern. Ich werde auch heute nicht fertig. Also ich mache jetzt nur ein bisschen, möchte nämlich gleich runter, möchte mit Carlitos noch ein bisschen Zeit verbringen. Ja,
Genau, morgen sind wir dann auch, also bin ich wieder unterwegs mit ein paar Mädels. Allerdings nehme ich die Kinder dann mit, ja. Eventuell bleibt der Dario mit dem Carlitos. Aber sonst nehme ich die Kinder mit. Vielleicht nehme ich auch alle mit, falls er auch was geplant hat, ja. Hm? Hast du was gesagt? Das Buch ist durch. Ach echt? Hm. Kann das weg? Ja. Kann ich morgen mitnehmen? Ja. So, ihr Lieben. Dann beende ich hier das Video. Morgen filme ich bestimmt auch so ein bisschen und nehme die Kamera mit, ne, wenn wir dann da hingehen. Und ja, an dieser Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns dann morgen um 10 Uhr wieder. Tschüss, bis morgen.